Wenn gleich vier Landesminister auf einmal zu einer Pressekonferenz laden, muss das Thema schon außerordentlich wichtig sein. Ist es auch. Schließlich geht es um den Schutz der kleinsten und schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft, der Kinder. Justizminister Jörg-Uwe Hahn erklärt, was sich die versammelte Ministerriege vom hessischen Aktionsplan gegen sexuellen Missbrauch in öffentlichen Institutionen verspricht. Wir wollen erreichen, dass mit den von uns vorgetragenen Maßnahmen aus dem Aktionsplan zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt in Institutionen heraus Klarheit herrscht, dass in dem besonderen Verhältnis, in dem die jeweils dort Leitenden, seien es die Lehrer, seien es die Pfarrer, seien es die Sportübungsleiter, aus diesem besonderen Verhältnis heraus auch besondere Verantwortung zu tragen haben. Konkret heißt das, man will weg von den, wenn auch gut gemeinten, Selbstaufklärungs- und Schutzversuchen öffentlicher Einrichtungen hin zu Spezialisten in den zuständigen Behörden, die sich der Verdachtsfälle annehmen. So könne man den Schutz von potenziellen Missbrauchsopfern noch einmal deutlich verbessern. Denn, so weiß Innenminister Boris Rhein als oberster Dienstherr der hessischen Polizei zu berichten, sexuelle Übergriffe auf Schutzbefohlene, auch in staatlichen Institutionen, seien leider alles andere als eine Seltenheit. Die Statistik, polizeiliche Kriminalstatistik, weist für die letzten 5 Jahre zwischen 800 und 900 Fälle pro Jahr auf. Das ist mal mehr, mal weniger von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Die Aufklärungsquote ist eine, ich sage in Anführungsstrichen, erfreulich hohe. Sie liegt bei 80%, bei Jugendlichen liegt sie sogar bei 90%. Was uns sehr deutlich zeigt, dass Strafanzeigen in den meisten Fällen eben dann auch wirklich zur Festnahme des Täters führen. Die Aufklärungsquote sei also hoch. Daher komme es vor allem darauf an, den Opfern Mut zu machen, sich nach Übergriffen auch wirklich zu offenbaren. Anlass für die Ausarbeitung des Aktionsplans waren übrigens die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule. Dabei betont noch Kultusministerin Dorothea Hensler die besondere Verantwortung der Schulen. In die Kindertagesstätten geben Eltern ihre Kinder freiwillig. In der Schule sind sie verpflichtet. Das heißt, wir üben einen starken, als Staat, einen starken Zugriffsrecht auf die Entscheidungsfreiheit von Eltern aus, indem wir sagen, ihr müsst eure Kinder in die Schule geben. Und deshalb ist also auch in der Schule insbesondere eine besondere Fürsorgepflicht von Lehrerinnen und Lehrern gegeben. Zudem sollen sämtliche Institutionen, die Kinder betreuen oder ausbilden, von ihren Mitarbeitern künftig ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis verlangen. Und wo ein Verdacht bestehe, müssten die Betroffenen handeln, und zwar sofort. Deswegen appelliere ich an all diejenigen, die beteiligt sind, das sind die Sportvereine, das sind die Schulen, kirchliche Einrichtungen, das sind alle Einrichtungen, über die wir sprechen, dass sie eine klare Selbstverpflichtung vornehmen, entsprechende Verdachtsfälle auch wirklich ausnahmslos anzuzeigen, weil nur das dazu führt, dass wir das Dunkelfeld aufhellen und dass wir den sexuellen Missbrauch auch verstärkt dann ins sogenannte Hellfeld rücken. Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen in öffentlichen Einrichtungen. Zugegeben ein heikles Thema, aber eben auch ein sehr wichtiges. Das haben die vier Minister heute in Wiesbaden mehr als deutlich gemacht.